Hallo meine lieben Freunde und danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Neo und wir spielen natürlich eine weitere Folge hier von The Culling. Ich weiß, ich wollte noch ein anderes Spiel eigentlich mal dafür reinhauen, aber ich habe gesehen, ich glaube, euch gefällt das hier doch ganz gut ab und zu mal so ein bisschen. Ja, und dann dachte ich, aber wir nehmen noch, jetzt noch schnell die Zeit, sehe ich gerade. Ich sehe gerade was. Shadow, wo haben wir denn Shadow? Low. Ah, okay, es bringt tatsächlich was. Ach, geht auch ohne. Nein, wir wollen mit Schatten, wir wollen aber hier alles Medium. Ich hatte mich ja doch geärgert, dass der Schatten denn so ist und die haben das tatsächlich abgeändert. Also dieses Pixelige ging ja mal gar nicht. Ja, das haben sie tatsächlich erst neu gemacht. Das muss mit irgendeinem Update, mit irgendeinem, ne, rausgekommen sein. Oh, die letzte Folge war ein bisschen lang, es tut mir leid. Die ging dann halt, ja, über eine halbe Stunde oder knapp eine halbe Stunde. War jetzt nicht so gedacht, aber waren ja auch spannende Kämpfe dabei. Und ich muss sagen, obwohl das Spiel so ein bisschen komisch ist, ein bisschen zittern die Hände dann doch immer, wenn man das selber mal spielt. Und ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, so dieses mit Fiebern. Fiebert ihr mit mir richtig mit? Ja, es gibt so einige Sachen, die mich wirklich interessieren würden. Wirklich, wirklich. Also wirklich, wirklich. Und ich finde unsere Klamotten mit am besten, die wir haben. Oh. Nehme ich doch hier vorne, das ist viel dichter. Hatchet, so. Jetzt haben wir alle unsere Perks raus. Ein Perk ist ja zum Beispiel, dass wir einen Rucksack haben. Den haben wir ja sowieso. Und das andere brauchen wir die Axt für. Die haben wir jetzt auch. Interessant, dass wir übrigens von Gedärm oder sowas, also nichts, was man essen kann oder so, auf jeden Fall extra Punkte kriegen. Ja, ziemlich klein, vielleicht wären wir doch zum anderen gelaufen. Und wir hatten fast unseren Airdrop zusammen. Das ist sehr ärgerlich gewesen in der letzten Folge. Kommen soll. Also mit Springen irgendwie klar, ne? Aber. Erstmal anlaufen, ja, ist okay. Sachen verkauft. Ah, das ist ärgerlich mit dem da oben. Ich weiß, hier vorne ist noch eins, das holen wir uns jetzt auch. Wenigstens können die Gegner uns diese Funkpunkte nicht mehr wegnehmen. Funk. Und Rucksack, ganz ehrlich, Wayne, wenn der weg ist. Ich meine, schön für die Gegner haben sie einen großen Rucksack, aber im Großen und Ganzen. Nehmen wir mal den Kopf eines ehemaligen Mitspielers mit. Den lösen wir in Geld auf. Diese Fug ist ja im Grunde nichts anderes außer Geld. So eine Art Ingame-Währung. Die Kamera leuchtet jetzt erst zu uns. Ah, hier war schon jemand. So ein Mist. Ich bin überlegen, ob ich mir mal wieder so ein Blasrohr basteln sollte. Ah, der kotzt ja nur noch einmal. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen wenig. It's time to
play, three great Monty. In 1 minute 60 seconds, three packages will spawn in the center arena. Only one of them has a reward. The other two are full of pain. That's three great Monty. Good luck. Gut, wir konnten uns zum Glück noch den Perk holen, ohne Lebenspunkte daran zu verlieren, obwohl wir kurz ins Gas geraten sind. Alter, ich hasse solche Leute, die das überall machen. Breitet sich hier immer noch aus. Es könnte auch mal langsam hier... Hier oben liegt noch was, was ich gerne hätte. Naja. Hänge fest! Lauten wir ein bisschen lange. Ja, jetzt ist weg, genau. Und da muss es dann eine Implosion geben. Nach der Explosion des Gases gibt es eine Implosion, deswegen ist es sofort weg. Wird alles eingesaugt. Sehen? Scheint so. It's time for three great Monty. We just added three crates to the center arena. Ja, tatsächlich übersehen. Hier war jemand. One crate has an item in it. The other two, full of nightmares and explosives. Basically just explosions. Choose carefully and bring a med pack. That's three great Monty. Good luck. Damit brauche ich nicht. 110 haben wir, knapp die Hälfte. Ich sehe da wieder ein paar Extrapunkte. Oh, hier liegen einige Extrapunkte. Die liegen hier schon ein bisschen länger. Da ist schon kein Fleisch mehr dran. Guck mal, die Keim zeigt nach rechts. Gucken, ob die uns gleich auf uns zubewegt. Tschup. Das könnte ich mir holen. Nee, kann ich nicht, ne? Wir laufen den Typen, glaube ich, auch hinterher, habe ich so ein bisschen das Gefühl von unserer Richtung. Ja, die versuchen sich natürlich wieder eine Knarre zu holen. Würde ich auch machen, an deren Stelle. Also auch an unserer Stelle. Ah, das einmal zu einem mich mit der Knarre da abgeknallt hat, das war echt mies. Ich verstehe nicht, warum das nicht mitgenommen wird. Ich meine, das war direkt neben dem Spawnpunkt. Entweder sieht er... Ach, das hört man doch. Die Fliegen sind doch unüberhörbar. Verstehe ich nicht. Guck, ob ich hier noch irgendwo mal was finde. Ich habe das Gefühl, es wurde schon alles abgegrast. Wir hier ganz alleine. Abseits vom Schuss. Wir müssen mal wieder unsere Punkte hier, unsere Ausdauer ein bisschen auffrischen. Ah, die Axt haut schon, wenn sie trifft, ganz schön rein, würde ich sagen. Wahrscheinlich auch jede andere Waffe. Irgendwie mit dem Speer war ich mal richtig gut, aber der ist... aus irgendeinem Grund gefühlt nicht mehr so, wie er vorher war. An enemy is dead. Spear kill. Hier war noch keiner. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin, um ehrlich zu sein.
war schon jemand. Ich nehme alles zurück. Jo, hier war definitiv schon jemand. Also sowas von definitiv. Super. Damage hat das auch noch gemacht. Wieso wollte ich gerade sagen, bin ich der Einzige, der in so eine Kacke reinläuft, gefühlt. Wir haben 50% HP verloren, Alter. Ich habe die aber auch nicht gesehen. Ich habe diesmal versucht, ein bisschen mehr darauf zu beachten. Beim zweiten Mal? Hm. Am Bein. So. Your opponent was just beaten to death. You people are savages. True or false? Sneezing in someone's mouth is a true sign of friendship and trust. Das kostet uns leider sehr viele Punkte und ich möchte die Spritze gerne aufbewahren. There you go. Feel better? Ja, das tue ich. So, und weiter geht's. Das ist ja alles schon abgegrult. Das wurde sehr ärgerlich. Die sind so flott, die Leute. Solch Lootgeier. Und da oben ist noch was. Das können wir uns holen. Und da ist auch noch was. Dann holen wir uns erst das und dann gehen wir nach da drüben. Oh Gott, wenn ich die Namen schon lese. Fragt man sich manchmal, ob das wirklich auch immer mit rechten Dingen zugeht. Yes, jetzt können wir uns sowas Geiles hier bestellen. Gucken, ob hier hinten so ein abgelegener Platz dafür ist. Jetzt finden wir aber auch hier diese Punkte ohne Ende, ne? Ich möchte mir sowas bestellen. Ich brauche jetzt so einen komischen Landeplatz. Muss es hier doch irgendwo geben. Jupp. Alter, ist klar. Alter, willst du mich verarschen mit deinem scheiß Knüppel? Hey, ich hab ihn gehauen! Ich hab ihn gehauen! Und ich sterbe! Diesmal war es definitiv ein Treffer. Ich ihn! Ist klar, du oller schwuler Ficker! Fuck, Italiener, ey. Na, sorry, also jetzt nicht halt Italiener, das versteht ihr gar nicht. Jetzt will ich wenigstens wissen, was drin ist, du oller scheiß Cheater-Spasti. Ich hab ihn gehauen! Vor allem, wie schnell kann er denn bitte mit dem Hammer schlagen? Ja, fick dich! Da war eine dicke Knarre drin, du Homo! Dreckiger Cheater, Alter. Das ist so ein Cheater, Alter. Und ich stupp die Drecksau. Ist klar. Na gut, liebe Leute, ich weiß nicht, wie lange die Folge... Oh, 13 Minuten. Und dann ist es diesmal eine kürzere Folge. Ich finde, da machen wir eine Mitte draus. Die letzten Folgen waren ja dann doch ein bisschen länger. Ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen.
Und ja, danke, dass ihr dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, denkt immer dran, macht doch mal bitte einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen und das unterstützt mich. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!